Leute, ne? Willkommen hier, ne? Bei klassischer Musik, ne? Bei den Sims 2, ne? Unsere Tara Chopin, ne? Nein, die Baton natürlich, ne? Sehr schwer was am Musizieren. Ich möchte mal ganz kurz wissen, wie das klingt, wenn so eine 10-Sperne-Tante irgendwie die Geige bearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gemacht haben, aber ich möchte es ganz gerne mal hören, wie das klingt. Aktuell höre ich nichts. Okay, das war auf jeden Fall, ne? So klingt. Eva! Was ist dein Problem? Da gehst du pinkeln, ganz einfach. Ganz leichte Sache, genau. So, oh Gott, die hat auch alles ein bisschen feuerrot, ne? Wie viel haben wir denn hier noch? 17 Tage. Mann, hier hat ein bisschen länger, glaube ich, noch, ne? Aha. 26 Tage, boah, ist doch ein ganz schönes Stück jünger als die gute Tara, ne? Amor ist bei der Arbeit, ne? Okay, hier wird ein bisschen Pipi gemacht. Okay. So, das ist schade, dass man den kurzen da nicht sehen kann, wann der dann irgendwann mal, ne, größer wird, ne? Aber man muss ja schon sagen, ne? Manni, ne, meckert ja gelegentlich ein bisschen viel, aber ne, er kümmert sich echt rührend um den kurzen, ne? Das ist auf jeden Fall amtlich, ne? Ja, ne? Muss man echt sagen, ne? Macht er total gut, ne? Was ist jetzt hier mit Cäsar? Was ist jetzt hier? Das ist, ist er am Stinken, oder was? Apartment scheint auch, dass hier, ne, genau, Jochen hat gebrochen, ne? Okay, ne? Ich glaube, der kurz erstmal, ne? Aber gut, ich meine, kriegt er erstmal was zu fressen. Das ist eine prima Sache, ne? Die gute Andrea hat hier viel zu tun, ne? Aha. Ne? Das muss man schon sagen, ne? Manni kann sein, wie er will, ne? Aber... Ne, er ist doch sehr, sehr gut zu dem kurzen. Dann würde ich sagen, müssen wir hier den Windel nochmal wechseln, ne? Der ist nämlich tatsächlich tierisch am Stinken. Okay. Süße, was machst du jetzt gerade hier? Jetzt schlacht euch nicht um den kurzen hier, ne, Freunde, ne? Krasusha! Okay. Ja, das. Schnauze, du sollst hier dem kurzen die Windeln wechseln. Was? Halloween steht vor der Tür. Und am Morgen was schneidert sich immer ein eigenes Kostüm. Kostüm, pardon. Er ist sich jedoch nicht sicher, um Halloween zur Arbeit anziehen soll. Wenn seine Kollegen kostümiert sind, wäre es lustig, andernfalls würde er auffallen negativ. Zur Arbeit anziehen, ne? Amons Kostüm ist fantastisch. Also seine Kollegen glücklichen Jeans in einer tollen Verkleidung, bla bla bla. Okay. Gewinnt. Ja. Scheiße, das ist ja. Okay, unsere gute, ne? Grieche, ne? Braucht ein bisschen, ne, psychologischen Beistand von Herrn Ball, ne? Heißt doch auch, glaube ich, Ball, ne? Herr Ball, ne? Hier, ne? Genau, Unterricht von Professor Ball, genau. So, Manni, ne? Machst du es hier, genau, gibt das Luder Puder richtig und dann packen wir den auch wieder in die Tonne, ne? So. Okay. Ja. Okay. So, Amor, mein Freund, du musst jetzt was essen hier, mein Freund. Du musst auf jeden Fall was essen. Jetzt geht er dich erst pinkeln. Kann man machen. Pass mal auf. Gretchen, meine Süße, ne? Was? Kind tragen. Na, okay. Weißt du nicht, warum du das Kind jetzt tragen willst? Wir haben doch gerade... langsam ist die Hütte ziemlich vollgestellt hier, ne? Du hast jetzt hier gekotzt. Ja, super. Ballettstange. Okay. Tara, mein Kind, pass mal auf. Jetzt will ich das Kind tragen. Was? Ich meine, es ist ja schön, dass ihr alle so um den Cäsar bemüht seid, liebe Leute. Ja, finde ich ja schon prima, aber. Was macht der jetzt mit dem Kind? Flasche, der hat doch gerade eine Flasche gekriegt. Das. Ja. Hat Manni ihm nicht gerade eine Flasche gegeben? Sehe ich das falsch, meine Freunde? Ich weiß nicht. Okay, sie trainiert ja ein bisschen, ne? Hat er wohl Spaß dran, ne? Macht das Spaß? Macht das Spaß? Kommt's euch an! Spaß oder nicht Spaß? Machen denn jetzt Kind. So, super, pass mal auf. Dann würde ich vorschlagen, du machst mal hier Mittagessen servieren. Du machst mal ein Chili con Carne, Süße. Genau, legst hinten, ne? Stil echt auf den Küchenboden, so ist das richtig, ne? Mache ich auch mit meinen Kindern. Oder habe ich früher mit meinen Kindern gemacht, ne? Ich habe über 27 Kinder gehabt, ne? Die haben alle auf dem Küchenboden beste Erfahrung gesammelt. So, genau, rühre, Pampel, pass mal auf. Du machst jetzt hier mal,
Manni, was machst du gerade? Der pennt. Der pennt? Okay. Okay, pass mal auf, siehst du, wie ich sagen, ja, hier klumpen mal ein bisschen spielen, ne? Ein bisschen tragen. Ach, tragen brauchst du gar nicht, aber einen Moment. Ein bisschen spielen, ein bisschen knuddeln. So, Manfred ist heute nicht bei der Arbeit erschienen. Was? Man hat manchmal keinen Job mehr. Okay. Habe ich total vergessen, dass der stimmt. Und der über da. Okay, so viel zum Thema Tara und Kochen. So, pass mal auf. Siehst du, du wirst jetzt erstmal aktuell. Du hast wahrscheinlich vollgekotzt worden. Leg den kurzen mal ins Bett. Danach gehst du mal eine Runde duschen. Das ist hier dauernd in dem Dings drin. Zentrieren, okay. Tara, Süße, das können wir nicht essen. Das müssen wir mal hier, ne? Aufräumen. Ne? Aufräumen. Ne? Dann ist es, wenn du meinst, du musst das essen. Ja, genau. Dann sagen wir, das essen wir auch nicht. Das werden wir auch aufräumen, ne? Aha. So, und dann werden wir das auch aufräumen, ne? Und dann probieren wir das Ganze nochmal. Ist der Kuss immer noch auf dem Boden? Sind wir tot? Habe ich dir nicht gesagt, dass wir ins Kinderbett legen? Sprudelbad nehmen. Cäsar ins Kinderbett legen. Freunde, ihr habt irgendwie. Ihr wollt mich irgendwie alle verarschen, ne? Manchmal habe ich das Gefühl, ihr wollt mich alle verarschen, ne? Naja. Liegt der Kurz jetzt halt auf dem Kinder, ne? Hier auf dem Küchenboden, ne? Das kann passieren, ne? Das Kind vom Küchenboden, ne? Und Tara, ne? Räumt den Scheiß jetzt auf und danach würde ich sagen, Cäsar knuddeln und dann packst du den mal in die Tonne. Cäsar im Gitterbett legen, so. Man kann da eine gute Küche dort baden, ne? Ja. Oh Gott, das Katzenklo müsste auch mal einer sauber machen können. Tara, das ist, okay, du musst erst dringend was essen. Ist zwar nicht gut, aber ne, bevor jetzt ne, das ewig dauert, ne, und du bist ja schon ziemlich rot, meine Süße. Müssen wir mal ganz kurz gucken, dass wir jetzt hier da ein bisschen ne, entgegenwirken. Manni ist echt am Pennen. Scheiße, wir haben echt die Arbeit von dem verpennt. Ich hab die irgendwie verpennt. Aber ja nun, ne, kommt vor. Ne. Meine Robeklehrer geht doch die Welt nie von unter. Ne. Ich weiß es auch nicht, meine Leute. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ist ja Kraft, ne? Kommt ne, die schwarze Limousine von Amor. Ne? Ist eine coole Nummer, ne? So. Und bist wieder befördert worden, oder was? 1400 Pfeifer. Ah, das ist Frau Maaßen. Ne, das ist wieder ein. Boah, der bringt die ganzen Frauen mit am Start. Amor finde ich ja prinzipiell gut, aber den kann. Moment, das ist ja. Hallo. Du hast einen ganz schönen Schaden, mein Freund. Aber das ist nett, das ist, macht dich sympathisch, ne? Das ist, okay, Tara, so, siehst du, müssen wir jetzt machen. Wir hier nochmal, ne? Im Abendessen servieren. Mach's jetzt mal ein paar Spaghetti. Komm, das kriegst du auf jeden Fall hin, meine Süße. Ne, dann können alle mitessen, ne? Und das ist so eine prima Sache. Und hier, Kind, du. Ne? Fuck. Ah, dafür haben wir natürlich Personal. Pass mal auf, du rufst jetzt hier mal an, ne? Süße, ne? Hier anrufen, ne? Zum Vermieter, ne? Reparatur anfragen. Ne? Essen, ne? Macht Tara gerade, ne? Ich hoffe, es klappt diesmal, ne? Spaghetti und so weiter, ne? Lecker, lecker. Wow. Ne? Ich habe auch tierischen Hunger, ich habe noch nichts gegessen oder noch nicht viel, ne? Aber ja nun. Kommt Amor, was macht der? Der will ein Sprudelbad nehmen, das ist prima, ne? Bin mal gespannt, wann der Kurze endlich auch größer wird, ne? Dass er da ein bisschen was machen kann, ne? Mhm. Manni? Pennt? Gretchen? Ja. Verstehe ich alles nicht, pass mal auf, Gretchen. Habe ich nicht auf Servieren? Ja, anscheinend wohl nicht. Es ist. Ich komme nicht mehr klar. Leute, ich komme nicht mehr klar. Meine Sims machen mich fertig. Aber Amor kann doch sehr gut kochen. Ne? Pass mal auf, dann machst du mal Abendessen servieren. Du machst jetzt mal deine weltberühmten Schweinekoteletts. Ne? Ja, ne? Ja, Hygiene ist auch schon fast ne? Voll. Ne? Okay. Leckere Schweinekoteletts mit Amor.
Mama, da kommt der Typ, ne, und will ein bisschen draufklickern, ne? Wir kennen ja, ne, den Penner, ne? Der total im falschen Job ist, ne, wie wir wissen, ne? Aha. Was, ey? Wuffu! Herr Böppesee! Herr Böppesee! Er klopft die wieder, ne? Die. Alter, ne, ich stell dir vor, du hast einen Job, wo du nur am Kloppen und am Schuppen bist. Was ist jetzt hier los? Was ist jetzt hier los, Freunde? Tara, was machst du? Armand? Armand trägt das Kind, das ist eine coole Nummer. Cäsar ist bereits dritte Geburtstag. Cäsar hat bereits in einem Tag Geburtstag. Ah, okay, das heißt, morgen geht das los mit dem. Man weiß es zwar nicht genau, aber. Wie schnell die Zeit vergeht. Armand, was machst du jetzt? Flasche geben oder was? Okay, das heißt, der wird auf jeden Fall dann gleich groß, ne? Und, Der Typ ist echt der, ne? Alter, du hast auf jeden Fall den falschen Job. Wer ist denn das hier unten? Ron Seifert. Ron, pass mal auf. Ah, ich glaube, den haben wir schon mal kennengelernt, den guten Ron, ne? Süße, wir müssen jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen auf. Ach, die schläft. Schläft die schon? Liegt die schon im Bett? Na, steht sie nochmal auf. Also die Bettenverhältnisse hier, ne? Es fängt ja auch noch an zu trommeln, ne? Alle, das ist. Leute, irgendwie meine Sims, ne, die, ich komme nicht mehr drauf klar, ne? Ich bin ehrlich, ne, ich bin total überfordert, ne, pass mal auf, Manni, beziehungsweise Amor macht gerade was zu essen, ne, macht er nicht, Abendessen, ich hab gesagt, das ist Schweinekohl, das machen, ne, pass mal auf, genau, nächstes, ne, Stilecht auf dem Küchentisch, ne, und du, meine Süße, wirst jetzt hier mal ein bisschen, spielen, ein bisschen, knudeln und so weiter und so fort. Während der gute Armand seine weltberühmten Schweinekoteletts macht, ne? Ja. Weltberühmten. Können wir das verkackte Telefon? Verdammte Scheiße hier, ne? Wer will das schon, ne? Jipp-tadu. Genau, dann packst du ihn kurz mal ins Bett, beziehungsweise im Gitterbett liegen, ne? Geknudelt, ne? Morgen wird er groß oder so, ne? Aha. Eine idyllische Familie, ne? Hier, Vater, Sohn, Mutter, Tochter, ne? Das ist schon eine amtliche Geschichte. Dann sind die Kotlets fertig, ne? Und, ja, Armand, du hast auch, glaube ich, Hunger, ne? Ich glaube, Hunger haben sie irgendwie alle, ne? Geht an ein verkackte Telefon, ey, unglaublich hier. Jetzt stellt bitte, Armand, jetzt stellt er das wieder unten hin, hallo. Wie die Hunde, wie die Hunde. Na, pass mal auf, wir müssen hier einen Teller nehmen, ne? Süße, ne? Einen Teller nehmen, ne? Hier, ne? Da, ne? Einen Teller nehmen, ob ihr Hunger habt oder nicht. Ihr werdet sie gefressen, ey. Schnauze voll hier. Bille, bille, bille. Bille, 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 bille. Ich krieg die Sache nicht mehr geregelt, Leute. Ich bin überfordert. Mit meinen ganzen Sims bin ich hier total überfordert. Was ist jetzt hier eine. Okay, das ist so. Okay, das ist so. Komm mal. So, oh, hallo Anton, sensibler Sim, ich habe ein neues Produkt entwickelt, würde gerne wissen, wie viel hält. Hier eine kostenlose Probe. Ja, dankeschön. Immer Liester, genau. Ja, hier ein lecker Schweinekotelett vom Boden, ne? Zusammen mit den Hunden und Katzen und überhaupt und sowieso. Amor, wieso sitzt du jetzt da hinten? Ach so, hier ist kein Platz mehr, Frank. Ja, okay, ist ganz gut. Verstehe ich. Die Leute verstehe ich. Morgen wird also der kurze Jörg erwachsen. Am Morgen solltest du mal dringend, glaube ich, deine Blase ausdringen, sonst geht's irgendwie ganz fürchterlich nach hinten oder sonst wohin, ich weiß es nicht. Jetzt blätter mir erstmal hier genau in die Fresse, du Alter. Na, Hauptsache, er hat Spaß dran. Und, mir kann ja jeder machen, was er will. Nettes Abendessen, ne? Labo Schima? Das Geburtstag wollen wir gleich nicht verpassen, liebe Leute. Den Geburtstag wollen wir nicht verpassen. Morgen arbeiten? Ich glaube, morgen ist frei, ne? Oder? Ist heute Freitag? Ja, morgen ist das Wochenende. Ja, coole Sache das. Ja, ein bisschen, obwohl wir mal den Charisma lernen, werden wir weiter befördert und dann kommt der Hubschrauber wieder mit deiner scheiß Lautstärke hier, ne?
Schnauze, pass mal auf hier, Manni, ne? Du willst es hier mal aufräumen, mach doch von alleine, finde ich gut. Clara, was ist dein Problem? Süße, was ist dein Problem? Müde, müde bin ich, geht's ruhig. Schließe beide Äuglein zu, bla 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 bla. Ja, der gute Morgen, nimmt erstmal eine fette Wanne, ne? Kann man machen, ne? Und was man auch machen kann, ne? Hier eine Pause knipsen, ne? Folge beendet, ne? Ja, mal gucken, ob denn der kurze, ne? Der gute Julius Caesar, der gerade wieder gelb geworden ist hier, ne? In der nächsten Folge dann auf jeden Fall, oder ist am Stinken, oder was? Ne? Vielleicht, ne? Dann Geburtstag feiert, ne? Wir werden sehen. Ich sag jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und von wie gehabt, in diesem Sinne ab in die Rinde, Freunde. Haltet den Vergleich. Ciao, ciao, ciao. Ich beginne 45, kurz vor Caesars Geburt.